So, das ist die Garage, wo das Motorrad da hinten in der Ecke liegt. Und das ist alles Schlamm, gell? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wasser ist schon abgepumpt. Ja. Okay. Hast du noch mehr Bilder? Das Auto davor. Ah, Katastrophe. Und es hat so richtig in die Ecke, hat es dann... Ja, ich hatte es da in der Ecke stehen. Damit das auch davor stand, das Auto. So sah es dann aus. Das sitzt bei euch im Dorf. Ja. Ich krieg das gar nicht richtig drauf hier. Mann, 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 Mann. 5 Stunden nach der Flut ist denn das Bild gemacht worden ungefähr? Das war am nächsten Morgen. Die nächste Morgen. Wahnsinn. Gut, da hinten sind die Männer, die sind ja bis... Ja. Ach du Scheiße. Oh, gibt da noch mehr. Ja. Oh, die das ist die Tiefgarage, ja. Da hinten in der Ecke. Ja. Vom Dorf hast du auch noch irgendwas? Ja. Na, da sind so die, als wir es dann rausgeholt haben. Ja, ja. Die, ach du Scheiße. Katastrophe. Ja, okay. Das ist auch so. Da haben sie eine Brücke schon mal provisorisch gemacht. Mhm. Da muss ich halt in die anderen Gruppen rein, in meine Bildergalerie. Ja. Ja, ich will ja nur ein paar haben. Gut. Ja. Okay. Gut. Wir machen was Schönes auf dem Motorrad. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Jetzt machen wir einen Film. Die Flutkatastrophe kommt. Ach du Gott. Das ist wirklich katastrophal. Er hat mir hier letztens schon mal ein Bild gezeigt. Hast du die im Regen stehen gehabt oder was? Die ist ja gar nicht mehr so dreckig, was du erzählt hast. Ja, wir haben sie, die haben wir rausgeholt, dann nur noch aus der Tiefgarage. Ja. Dann haben wir sie draußen hingestellt, weil noch ein Gutachter kommen sollte. Aha. Ja. Und dann stand sie die ganze Zeit draußen. Okay, da ist ja schon der halbe Dreck weg. Ja, der halbe Dreck ist weg, aber die Frage auf der anderen Seite sieht man noch besser. Noch besser? Das ist schon eine Katastrophe, das wollen wir gar nicht. Das müssen wir gar nicht schön schwätzen. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite. Oh ja. Oh ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Die war komplett unter Wasser, hast du gesagt. Die war komplett unter Wasser. Junge, Junge, Junge. Da haben wir ja richtig Action. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, schmeiß sie raus und dann gucken wir mal. Ja. Der Ofen soll umgebaut werden und soll wieder leben. Kriege ich mir hin, ne? Ja, bestimmt. Das kriege ich mir hin. Kommt, fahren sie gleich noch mit um. Das war jetzt dumm gelaufen. Erzähl mir die ganze Katastrophe. Du machst mal vorne den Dreck weg, ne? Mit dem Besen und mit dem Handkrieger. Schön ist halt, das ist noch alles dran, ne? Spiegel. Ja. Machen wir die Sitzbank auf, wenn es geht. Ja, ich muss gerade schlafen, ne? Ja. ...68.000. Bewege sich noch. Mann, Mann, Mann. Guck mal hier, da hat überall das Wasser drin gestanden. Seht ihr das? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die müssen wir jetzt erstmal reinigen. Und dann will ich sehen, ob das Triebwerk, ob man das irgendwie zum Laufen kriege. Aber ich bin guter Dinge. Schon der Wahnsinn. War komplett unter Wasser, sagt er. Das Ding. Jetzt machen wir erstmal die Sitzbank ab. Geht nämlich. Ja, geht. Kann sich gar nicht vorstellen. Das ist echt. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Genau. Ich habe jetzt gerade das Seitendeck abgemacht. Guck mal hier, was Brocke. Wahnsinn. Die sind auch komplett lose. Der Schrott kann man eh noch machen. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite ist er schon im Ring. Cool.
Schauen wir mal in den Tag rein. Kann ich jetzt nichts sehen. Auf jeden Fall steht er nicht voll Wasser. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Tank ohne. Das sieht genauso aus hier. Wie er ist auch mit Tank. Das sind ja richtige Pockets drin. Ja. Hier, das kannst du die Brücke hier wirklich einrahmen. Da kriegst du im eBay ein Schweinegeld für. Flutkatastrophen. Flutschlamm. Live. Ja genau, Flutschlamm. Es gibt sogar Flutwein. Auch noch. Die ganzen Winzer bei uns haben diesen Wein quasi auf der Internetseite getan, wo sie die Krug abgewaschen haben und haben damit versuchen damit Spendengelder zu erzielen. Okay. Ja, da sind schon ein paar hunderttausend, soweit ich weiß, zusammengekommen. Echt? Ja. Aber mir tun die jetzt nicht so historisch hinstellen, das wird gemacht, das Motorrad. Genau. Weil das ist jetzt Quatsch. Hinnes Heck wird auch abgesägt, ne, hast du gesagt. Dirk, die wird ganz anders, da darfst du dich dann wieder verwirklichen. So kommen sie mir nicht bei. Nee, so nett. Guck hier, er hat ja schon eine Dampfstrahle in der Hand. Das wird jetzt Pico-Pago gemacht. Wir müssen erstmal grob abkehren, weil da fliegen ja die Brocken ohne Ende jetzt hier überall rum. Gell? Dampfstrahle ist gut, wo ich hab, gell? Ja. So, sie sieht wieder aus wie ein Motorrad. Alles gut. Okay, da können wir ja den nächsten Schritt probieren. Auspuffer. Ja. Nee, lass mal den Auspuff dran. Ich guck dann erst mal, da Wasser im Öl ist. Die Kerzen machen wir da nochmal raus. Na, wir probieren einfach mal. Das kriegen wir schon cool. Erzählen wir mal, was da rauskommt. Das ist pures Wasser, es kommt noch kein Öl. Das ist pures Wasser. Jetzt kommt auch langsam Öl. Das kann man gar nicht begreifen. Das war doch jetzt vorne weg erstmal 5 Liter Wasser. Jetzt kommt erst Öl. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Cool. So, ich überbrücke jetzt mal. Da kommt jetzt wahrscheinlich Wasser raus. Ups. Der andere Freilauf hat keine richtige Lust. Der Motor steht voll mit Wasser, obwohl wir jetzt schon alles abgelassen haben. Das obere Brennraum noch. Jetzt kommt's. So, nachher müssen wir hier reinigen. Achtung! Katastrophe. Das hört sich zumindest schon mal so an. Der Motor dreht sich schon mal, das ist mal nicht schlecht. Dass er will. Dass er willig ist. Gut, das war jetzt natürlich eine Traumvorstellung, dass wir da noch einen Zündfunke haben. Den haben wir nicht. Machen wir aus. Scheiße, ist alles abgeschraubt. Soweit? Gut. Dann können wir ja gucken, dass wir das Triebwerk da rauskriegen. Ja. Okay, dann strengen wir uns mal an. So. Jetzt.
mal, ich. Hoch, vorne. Okay, ich hab da nicht. Und dann machst du ein Geschnarch. Ein bisschen Motor, sowas habe ich früher alleine gemacht. Jo, ich bin ein bisschen vorsichtig, ne? Vorsichtig. Ich mach das auch das erste Mal. Darf ich noch rein? So, haben wir ihn auf Ware. Gut. Und eins kannst du dir abgewöhnen. Das Wort Vorsicht und Angst gibt's hier nicht. Gut. Gut. Mit Ernst. Mit Ernst, ne? Ja. Dirk, du bist jetzt gar nicht schön runtergefallen. Du wirst immer genau abgetimt. Ja, aber normal tue ich das immer gern fotografieren, wenn das dann so plups macht und das fällt runter. Dann fällt das auf den Fußboden und dann gibt es Schatten. Ach so. So, jetzt soll das also das erste Mal strahlen. Dann drehst du das Ding mal rum, da kommt. Ich lege mir gerade das Motorrad, guck mal hier, wegen dem Schlamm, ne? Das ist überall, sogar hier Lager. Alles ist verschlammt. Wir haben das hier gerade noch sauber. Überall hat das nicht gesehen. Ja. Machen wir das alles erstmal Pico-Paco und dann gucken wir weiter. Da hat er Spaß dran, der ganze Tag. So geht das jetzt eine Schraube nach der anderen. Ich verpasse hier alles. Der ist jetzt schon an deinem Rahmen dran. Mann, oh Mann, oh Mann. Alfred hat schon Gesamtstrahl. Cool. Gut. Hörst du was? Ja. Okay. Noch. Du hast die Woche bis jetzt ganz schön gekämpft. Und das ist dein Arbeitsgerät hier, wo du die ganze Schraube poliert hast. Ja. Oh, yeah. Ich habe jede Schraube in der Hand. Ja. Und frieren tust du heute auch nicht. Und du siehst so dreckig aus. Guck mal, wie du aussiehst. Ja, sieht mal wenigstens, dass ich was geschafft. Du hast was geschafft, das stimmt. Und der Alfred hat gesandstrahlt. Da ist die Schwinge drin und die Schräubchen. Das ist ganz gut. Was haben wir denn hier noch? Wir haben doch hier noch mehr. Der Alfred hat auch den Motor gesandstrahlt. Das ist jetzt alles lackierbereit. Und der Dirk steht hinne und macht Rahmen. Da gehen wir auch mal hin. Was? Morgen willst du lackieren? Morgen will ich nur die Kleinteile lackieren, dass die bis Wochenende dann trocknen können. Vorarbeit hat geklappt bei dir? Ja, ist schwer am Pussen und Machen. Und ja, gut. Motor mache ich gleich noch. Der Motorrahmen steht bei mir oben in der Werkstatt. Den mache ich dann am Dienstag, wenn es nicht regnet. Fred, du warst wieder fleißig. Sieh, sieh. Mann, oh Mann, oh Mann. Die Auspuffrohren. Entrostet und ein bisschen angemattet. Der Alfred ist nass, ne? Ja. Der Alfred ist nass. Der Rest ist Handarbeit. Super, da können die ja schwarz werden. Du bist direkt. Oh, jetzt wird's übergeben. Feierlich. Weg zu den anderen Sachen. Es ist ja noch Samstag. Jetzt sollen wir mal gucken, was Dick heute schon hier lackiert hat. Wir gehen jetzt gerade mal in den Lackierraum. Achtung. So. Das sind Dicks sein Sprüche, wo der da hinklemmt. Okay. Gehen wir mal gucken. Alles klar. So. Das sind hier die 100 Teile vom Flutopfer. Die obere Gabelbrücke. Motordeckel. Die Gabel. Holme, die Fußrastenhalter kommen wieder dran, die werden jetzt schwarz, da fallen die ja nicht so blöd auf, die Schwinge, na gut, sieht doch alles gut aus. Und dann nächste Woche, wie gesagt, kommt Motor dran und Gabel und so weiter. Gut, haben wir das auch. Der Rahmen von der KZ ist lackiert, grundiert.
lagiert. Im Schwarzmatt hat es dir gemacht. Sieht auch gut aus. Nochmal Schildhalter das Auto dran. Ein Traum. Ein Traum. Der Wasserschadenmotor, der sieht jetzt so aus. Auch alles sauber. Das ist auch alles mattschwarz. Gut. Chaco. Ja. Wir sind ja wieder beschämt, du bist ja nicht der Erste, ne? Aber hoffentlich Spendennachbar. Ja. Das ist ein guter Ansatz. Das Blutopfer hier, wir haben jetzt hier gerade wieder vom Chaco 50 Euro. Chaco, danke schön. Bitte schön. Spende ich gerne. Und du fährst zwei Motorräder, hast du gesagt? Ja. Du hast eine Suzuki? 750 und eine BMW. Genau. GS wie jeder. Ja. Und mal Sonntagstouren fahre ich nur BMW und ansonsten fahre ich die Kleine. Ja, die Kleine lässt sich auch schön fahren. Ja, die hat PS genug für einen alten Mann. Ja, gut, schenkt er hier alles. Ja. Du hast halt Urlaub. Ich habe Urlaub, jetzt 14 Tage. Oh, da hast du ja Glück mit dem Wetter. Das war die ganze Zeit scheiße. Ja, ich habe im Juli immer nach der Zinger nach Kirmes, da ist auch mal gut. Jetzt auch wieder immer gut mit dem Wetter. Dann pass schön auf beim Fahren. Ich fahre schön langsam. Gut. Aber nicht zu langsam, weil manchmal kann man zu langsam sein. Dauert auch nichts. Hier, ich mache jetzt Schluss. Nur mal so, ne? Danke. Bitte schön. Ehrlich. Du hast ja einen neuen Namen bei uns, du heißt ja Sebastian. Ja. Sebastian, hast du alles sauber gemacht hier? Ja, so wie es geht. Gut, jetzt haben wir hier eine neue Ölwanne-Dichtung reingelegt. Das Öl sieht es picopaco sauber. Die Ölwanne glänzt auch besser wie neu. Also Ölwanne drauf. So, Sebastian. So, jetzt schrauben wir den ganzen Blödsinn fest. Okay? Ja. Gut. Alles klar. So, der Motor haben wir schon mal drin stecke. Das ist schon mal ganz gut. Die Gabelbrücke ist auch drin. Und das Hinterrad haben wir auch jetzt eingebaut. Du tust jetzt die Kettenspanner beidrehen, ne? Ja. Gut. Gut, er heißt ja Sebastian jetzt. Das habe ich ja schon mal erzählt. Er reagiert auch drauf. Dann steht das Ding ja, wenn wir Glück haben, heute noch auf die Füße. Jetzt muss nur noch die Gabel rein. Und das Rad. Und alles wird gut. So, bauen wir die Gabel mal ein. Ja. Es geht schön stramm. So, die ist auch drin. Jetzt müssen wir noch die Schraube reinmachen. Das ist gut, halte mal fest. Sebastian, du hast keine Ordnung. Überall fliegt Werkzeug rum. Das muss immer wieder in die Schublade, sonst suche ich dann da alles rum. Ja. Und reißt du das heute noch? Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Hoch, beide höher. Noch höher. Einer gerade rum und dann noch so. Du kannst das Ding ausmachen, das muss jetzt nicht jeder sehen, wenn ich auf. Ich habe jetzt mal ein paar Sektionen ausgelassen, auf jeden Fall. So steht sie jetzt heute da an einem Samstag. Wie viel haben wir jetzt? Ach, die Pumpe 7 hat doch uns die Uhr gesponsert, habe ich schon tausendmal gesagt, 4:45. Okay. Das ist das Motorrad vom Flutopfer. Soweit sind wir jetzt. Gabel drin, Vorderrad drin, die Lampe dran. Die Dick hat hier noch einen Halter gebaut für den Taro. Der ist auch da drauf. Lenker ist dran. Der Tank ist auch schon lackiert. Okay, so steht es da. Vergaser haben wir auch schon drauf. Züge sind auch schon angeklemmt. Die Sitzmannplatte ist vorbereitet. La la la. Was soll ich jetzt hier groß für Sprüche kloppen? Es geht nächste Woche weiter, weil nächste Woche kommt der Lars. Und dann kommen die Auspuff drauf und die Elektrik wird noch verlegt. Da müssen wir uns halt noch anstrengen. Es geht jedenfalls weiter. Yes. Der Dirk muss hier vorne noch Schutzweg machen.
Das wollten wir eigentlich die Woche noch machen, aber haben wir dann doch nicht gepackt. Gut, Reif ist auch neu, ne? Ist klar. Gut, nächste Woche geht's weiter. Das ist jetzt erstmal für die Woche Endstadion. Sogar die Blinker sind dran. Und der Dirk hat hier extra noch so Halter gemacht, damit die auch weit genug abstehen. Sonst haben wir nämlich wieder Schmerzen mit unserem TÜV-Mann. Dem gefällt das nämlich gar nicht, weil dem muss immer alles tippitoppi sein. Gut, und Schluss. Und nächste Woche, wie gesagt, Lars kommt, geht's weiter. Euch weiter. Du bist ja heute wieder das erste Mal da, Zeitwoche, ne? Ja. Muss ja. Irgendwie muss ich ja weiterkommen. Okay. Aber habt ihr schon viel gemacht. Das macht ihr hier einen Kälteschutz? Ja. Hat die Wahl zwischen dem und einer quasi Lochplatte? Ja. Die Lochplatte hat irgendwie mir nicht ganz zugesagt. Die Auspuffkrümmer hast du schon dran? Die haben schon dran. So, machen wir das. Ja. Ja, hat er schon dran gemacht. Hat es hingehauen oder mit der Schelle, wie ich das jetzt. Ich habe sie noch nicht komplett festgezogen, weil ich sie erstmal gucken wollte, ob das passt. Ja, klar, musst du ja nicht. Musst du erstmal. Aber sonst ja. Und die Auspuff hast du lackiert? Ja. Das klappt auch. Andere Seite habe ich schon mal drauf zu gucken. Ja, gut. Achso, hier hast du ihn schon drauf gemacht? Ja. Ja, sieht doch gut aus, oder? Kann man doch lassen, oder? Finde ich auch. Finde ich auch. Gut, du hast ja noch was geschafft heute. Die müssen alle noch verbaut werden. Ich glaube. Ja, viel Spaß. Ihr wart ja schon wieder ganz schön fleißig. Kommst du da ohne klar mit der Scheißstelle? Ja. Gut, das hört sich gut an, wenn er sagt ja. Gucken wir mal einfach, ja. Hier oben hast du schon mal eine Halter reingemacht für die Batterie. Ja, ja. Cool. Und da kommst du klar. Ja, ja, da komme ich klar mit Luftfilter. Das Blech hast du auch reingemacht, ja. Für die Elektrik. Der Regler sitzt schon unten drunter. Bin ich erstmal bei dir durch, ja. Das haben wir ja auch schon. Nein, noch nicht ganz. Ah, das hier. Blinker halt. Und der Schutzblech von der Hand gemacht. Ja. Ja, aber das war's dann. Erstmal. Ja. Blinker, Alter. Wir haben 10 nach 6. Hm? Morgen wieder. Geht's weiter. Weißt Bescheid. Dirk hat seine Prinzipien. Hat er jetzt keinen Bock mehr. Hat er jetzt genug gemacht. Guck mal hier, was er alles heute gemacht hat. Stress bei dir. Konne, das ist, ja. Ich habe ja die Akkord gemacht. Ja, die Auspuffs sind auch dran. Das hat der Lars gemacht. Sieht schon mal gut aus. Der Kettenschutz, der ist auch wieder recht schön. Da kann man noch ein paar Löcher reinmachen, wenn man Lust hat. Aber es ist hier hinten ist ausgeschnitten, damit es nicht scheuert am Stoßdämpfer. Dirk Spezial. Ja, alles machen. Gut. Sieht gut aus. Obwohl, wenn du innen ausgerichtet hast, kannst du die vorne eigentlich schon festbrennen. Ja, ich habe die so, dass ich zumindest in denen. Ja, wenn alles okay ist, mach's fest, nicht, dass sie vergessen werden. Weil da haben wir genug Spezialisten, ja. Wo alles vergessen. Ja. Lars! Ja. Kommst du jetzt klar mit? Mit Strom, ja. Den Mikro hat er alles erklärt. Ja. Da in der Zündspule da. Wie lange willst du jetzt noch rummachen? Wir haben jetzt schon 10:30. Die Pumpe 7 zeige ich dir gerade an. 10:30 abends. Andere liegen schon bei ihren Mädchen. Ja. Und du machst sie immer noch die Dicke. Ja, warum auch nicht? Ja, dann mach halt weiter. Ich mache jetzt aus. Ich fahre jetzt auch heim. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mach, was du willst. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Ihr zwei habt euch jetzt kennengelernt. Ja. Blutopfer, Marius, Ronda, Boldor. Hallo. Du bist aus Osnabrück gekommen wegen TÜV, ne? Richtig. Das brauche ich nicht. Hat doch nichts angeklappt. Nee, der wollte eigentlich nur mal zu uns kommen, weil die Schnauze. Er wollte einfach mal raus. Wolf, fahre ich mit dem Mendoro. Und heute Abend sitzen wir beim Carlo. Und da gibt es was zu essen. Hier ist die Speisekarte, aber das zeige ich jetzt nicht. Cool. Ich hoffe, das ist immer eine Reise wert. Ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber es soll wohl schmecken. Das hört sich auf jeden Fall lecker an. Von Carlo schmeckt es immer. Gut, dann warten wir mal, bis Essen kommt. Genau. Jetzt hab ich gar nichts gefilmt. Essen war lecker, ne? Essen war gut. Wir haben es vergessen zu filmen. Gut, jetzt machen wir eine Schiebtour. Deine Honda hast du ja schon wieder eingeladen heute Morgen, gell? Du hast ja da, es wären längere Aktionen. TÜV haben wir gestern noch gemacht. Und unterm Strich, die ist gelaufen wie ein Sack Nüsse, glaube ich, ne? Auf jeden Fall nicht gut. Nicht gut. Und es war dann im Endeffekt diese Zündkerze. Leute, guckt es euch an, ich sag's immer wieder. Hier, guckt, schwarz.
Aber nur aus einem Grund. In Osnabrück 3 Kaltstarts gemacht und dann kackt das NGK zum Kätzchen ab. Das ist so, ist immer wieder dasselbe. Deswegen, die Boldurs, ganz wichtig, starten feuerfrei ab. Nummerschild hochbiegen in der Stadt. Oh je. Nee, ich sag jetzt. Löschen, oder? Löschen? Löschen? Besser ist es. Jetzt mach ich es echt sehr. Ich lasse es. Leute, die Ursula hat gekocht. Da geht's jetzt rein. Die Decke hat die Bude schon warm gemacht. Mal sehen. Ah, das Öfi ist an. Die Ursula. Die Ursula. Ich liebe deine Mutter, Dirk. Das ist so geil. Von der muss Alfred, schmeckt's? Von der muss ich adoptieren lassen. Hier läuft die Kamera gerade an. Mm. Schmeckt, ne? Ein Traum. Der ist rausgefischt. Das ist ein Fuß. Das ist ein Fuß? Sieht gar nicht aus wie ein Fuß. Doch, da sind die gerade dran. Ah, die Kamera läuft ja immer an dir. So, ich mache jetzt noch einmal das Bild an. Schmeckt es euch wenigstens? Nein. Sag mal, du kommst auch klar, du hast eine Haxe, gell, oder was? Ja, ich komme zurecht. Du kommst auch zurecht, ein Traum. Dann gehe ich jetzt auch endlich dran. Mir zwei, nach Stunden. Stunden, ja. Jetzt haben wir einen Zündfunke. Es ist geil. Mann, wie viel haben wir denn jetzt? 2:30, wir haben ganz schön lang rumgemacht. Wir haben noch die Säufüße gegessen von Ursula. Die haben uns stark gemacht, danach gab es Zündfunke. Yes, und wenn wir jetzt noch Glück haben, können wir den Ofen, in dem Wahnsinn, was wir hier alles haben, vielleicht sogar noch starten heute. Wenn das noch geht, dann haben wir gewonnen. Wenn der noch brummt, das wissen wir noch nicht, aber wir sind guter Dinge. Hammergeil. Die dichte Vergaser auf der Werkbank, sind das nicht mehr dicht? Mach oben rein. Er kippt jetzt oben rein. Und hier ohne tropft. Ein Traum. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Okay.
Aber wir haben sie gefickt. Da denke ich, guck mal da vorne, auf einmal. Boom. Geil. Lars, alles gut? Ja, alles super. Freut sich wie ein Schnitzel. Alle, halb sechs. Ja. Prost. Wir waren heute gut. Geschwitzt. Wir haben das Ding gezwungen. Hast du damit gerechnet, dass sie dann so schön läuft? Nein. Ich auch nicht. Ehrlich, nein. Ich habe gedacht, die rattelt, klappert, überall spritzt. Öl sieht auch gut aus. Wir sind Glückspilze, wir trinken jetzt ein Stück Bier. Arschlecken. Das sind Tage. Und ich war heute geschwitzt. Ne? Ich hatte heute richtige Adrenalinausstöße hier. Ich war geschwitzt. Aber alles gut. Das läuft. Gut, ich mache jetzt aus, bevor ich hier rumsimuliere. Prost. Hier, ich habe dich heute den ganzen Tag in Ruhe gelassen. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe die Elektrik-Kabelbaum nochmal rausgeholt, weil ich den noch oben haben will. Ja, dann hast du was Intelligentes jetzt hingekriegt. Ich denke, ich habe hier noch ein Loch reingebohrt, reingemacht. Ja, damit die Kabel da durchgehen. Die Kabel nach oben sind. Aha. Hier kommt noch der Sicherungskasten hin. Ja. Das Kabel von. Das Massekabel habe ich die Hände weg, damit ich mal sehe. Ich war hier auch noch drüber gucke. Ja, da hast du die ganze Zündeinheit alles da unten hingebaut. Okay. Hat die da auch genug? Ja. Jetzt habe ich noch Auspuff nachgezogen. Oh ja, ging ja nochmal nachziehen, weil wir sie haben gestern proben lassen. Ging, ne? Ja. Das sag ich ja. Das geht. Und das war alles, was du bis jetzt getrieben hast? Zigarette geraucht? Auch. Beim Tank habe ich noch mal ein bisschen was nachgearbeitet, wegen dem Benzinfilter. Aha. Dann habe ich den Schalter noch mal auseinandergenommen. Geht er jetzt? Jetzt geht er, rastet ein. War nur dein Dreck da noch? Da war noch Dreck drin, ja. Ja, ja gut. Hupe habe ich noch mal umgesetzt, damit man da oben noch ein bisschen mehr Platz hat. Du mit deiner Hupe immer. Ja, alles muss ja dran sein. Okay. Na gut, dann spiel noch ein bisschen. Elektrik kann ich nicht viel machen. Kriegst du das hin bei dem Flutopfer? Ich gebe mir größte Mühe. Okay. Hast du die noch angemeldet oder? Ich habe dem jetzt einen Auftrag gegeben. Er hat die ganze Zeit da gesessen, hat er zugeguckt. Er kehrt jetzt. Die Dreckschütt, ne? Weißt du ja. Direkt von der Arm, oder? So, jetzt hast du wieder mal eine sinnlose Aufgabe, anstatt nur dem da zuzugucken, wie er die Kabel legt. Was wir lernen können. Genau, dann macht er das richtig schön jetzt. Hier geht da irgendwas an eurem Kunststück da, was er da macht? Geht was? Okay. Ja gut, das sieht ja gar nicht mehr so. Lars, das sieht ja gar nicht mehr so wild aus wie das erste Mal. Ne? Tattoo-Kultur. Licht hinne? No. Ja. Vorne wird es theoretisch auch gehen. Ah! Mit Bremslicht! Mit Bremslicht. Ihr seid Helden. Blinke auch noch! Das ist dein Verdienst. Hey, der Lars kann das auch. Lars kann das jetzt auch. Bei der nächsten nächste Bulldor, wo kommt, ne, du hast jetzt hier gelernt, dann helfe ich wieder mit. Mit dich an. Genau. Hast auch Kosten und Ski frei. Gut. Jetzt kommen die Feins. Jetzt kommen die kleinen Sachen, ne? Okay, das kriegst du auch hin. Das Ding. Na gut. Elektrik, das haben sie alles gemacht. Jetzt ist es soweit.
bis nur noch der Sattel dran muss. Gut. Die Sitzbank, die soll so werden. Moment, wir gehen mal auf die andere Seite, aber ich zeige es nochmal hier. Der Tank, der ist schön schwarz lackiert. Der Auspuff weiß ich gar nicht, ob ich das schon erwähnt hat. Kettenschutz haben wir noch dran gemacht. Das sieht doch jetzt alles perfekt gut aus. Ja, da müssen wir noch was machen. Ja, das gefällt mir noch nicht. Habe ich aber schon eine Idee. Gut. Gut. Sitzbank. Sie wird schwarz. Kriegt hier so Quernähte. Hier wird nochmal abgesteckt, hier am Rand. Und hier hinten, es gibt einen Notsitz. Das machen wir, das Polsterung machen wir hier glatt. Damit das ein bisschen damit sich das ein bisschen absticht. Gut. Wenn es mal nicht regnen wird, könnte ich sogar mal einen Proberitt machen. Wir haben sie schon laufen lassen, aber gefahren sind wir jetzt eigentlich noch nicht. Das sieht aber alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Alles klar. Bis demnächst. Gibt's Rückschläge. Hier gibt es Rückschläge bei dem Motorrad vom Flutopfer. Da wollte ich ja jetzt hier mal eine Runde mit drehen, habe sie angeschmissen, auf einmal qualmt das da ohne raus. Denk, was ist denn das für eine Scheiße? Hier. Dieses Scheißding ist abgefackelt. Seht ihr das? Da oben. Das ist heiß geworden. Keine Ahnung. Und damit war das erstmal wieder erledigt. So, Zwischenspiel, weil es beschäftigt mich halt doch. Ich habe jetzt den Tankroller gemacht. Die Batterie ist glühend heiß. Irgendwas ist hier im Eimer. Vielleicht ist es der Regler oder was, ich weiß es noch nicht. So, und damit ist aber jetzt beendet. Sie kocht. Scheiße. So, die Katastrophe haben wir jetzt hier entdeckt. So sieht das aus mit der Lichtmaschine. Junge, Junge. Da hat keiner dran geglaubt. Der Rotor ist auch geplatzt. Das ist alles Schrott. Fertig. Fertig für die Sub. Katastrophe. So, der neue Rotor habe ich gerade schon drauf gebaut. Jetzt kriegen wir noch eine neue Lichtmaschine. Das filmen wir auch noch. Ja, hier ist die Lichtmaschine. Scheiße, da fehlt was. Ich brauche noch die Kohlen. Ist hier nicht dabei. Blöd gelaufen. Wie mache ich das jetzt? So. Beim Flutopfer. Rotor, Lichtmaschine gewechselt. Dann die Dinger da, die sind durchgehauen. Regler. Auch gewechselt. Jetzt machen wir Start und jetzt gucken wir mal, ob die Lichtmaschine laden wird. Bist du bereit, Alfred? Ich bin bereit. Hab die volle Messie. Hast du die voll drauf? Okay. Immer einschalten. Sie lädt. Okay. Alles gut und alles neu. Mhm. Jetzt geht's. Heieiei. Flutopfer. Ja. Gut. Da kann ich ja vielleicht dann doch nochmal Probefahrt machen, weil draußen scheint doch die Sonne. Wäre das gut. Dann lege ich nochmal einen Ritt hin. Alles klar. Okay. So, die erste Probefahrt mit dem Apparat. Wir haben jetzt schon ein Problem. Der eine Zylinder arbeitet richtig mit, wahrscheinlich kehrt es schon wieder platt. Aber jetzt mache ich jetzt hier mal eine Runde, zwei, drei Mal hin und her. Damit wir wenigstens mal ein paar Meter drauf haben. Die qualmt doch ganz schön schwarz aus dem Auspuff. Gut.
Ich glaube, der Akku ist leer. Es sind nur 3 Zylinder. Ja, ich höre es. Okay. Na gut, sind halt die ersten Meter. Gibt halt noch ein paar Probleme. Wie gesagt, Zündspule, habe ich ja schon mal erwähnt, weiß gar nicht. Zündspule. Im Endeffekt, warum das durchgehauen ist, ist es mir nicht erklärlich. Der Tristan, mit dem hatte ich schon mal telefoniert, der sagt, ich weiß auch nicht, wir können höchstens mal die Zündspule wechseln. Und das haben wir jetzt gemacht. Es scheint zu gehen. Ich fahre mal raus. Sag mal, willst du keine Sitzbank drauf machen? Brauche ich jetzt. Ich will die Kabel spüren. Auch das ist Fuck. Geht's? Ja. Jetzt geht alles. Und da bewahrheit sich wieder nicht aufgeben. Immer wegbleiben, immer wegbleiben. Irgendwann hat das Material verloren. Man muss einfach nur wegbleiben. So. Geht. Gut. Mach aus. Das wird nicht billig, Lars. Ja, nur mal so. Es ist ja noch kein Sitzbank gemacht. Ich habe jetzt so eine Hände hier, die Dalle hier. Die kann dann, so wie das dann, wenn es fertig ist. Weißt du? Die passt jetzt nicht richtig, ist klar. Ich will die nur mal so drauflegen. Wir machen die allerdings nicht mit weißen Nähten, wir machen schwarze. So ist dann das Gesamtbild, wenn sie fertig ist. Mal draufsetzen. Ja. So ist gut. So gefällt mir das. Was ihr jetzt nur noch guten Tag sagt. Ach, geil.
Da freue ich mich wie so ein Kind, ne? Wenn es heute so läuft. Sieht doch gar nicht schlecht aus so mit der Bank, ne? Will nämlich auch einen Zweisitzer haben. Sieht gut aus. Ja. Finde ich auch gut, hier das Metall schön gemacht, ist klar. Oh, du passt sogar sehr gut. Ja. Jetzt haben wir wirklich nur noch wirklich Kleinigkeiten. Die Sitzbank, hier sind noch ein paar Sachen, wo auch schöner verlegt werden müssen. Aber dann ist gut. Gott. Leute, das war wieder hart Stück Arbeit. Wir werden halt immer wieder verarscht. Es gab auch heute wieder bei mir Rückschläge. Ich wollte ja mit der Kamera, war ich ja erst draußen, wo ich da gefahren habe. Da habt ihr gesehen, da ging ja gar nichts. Das ist echt traurig. Aber jetzt geht's. Man muss einfach quer sein. Wo haben wir denn? Wir haben noch nicht mal 5 Uhr. Also ist alles gut. Ich bin im grünen Bereich. Ich bin froh, dass es soweit ist. Kommt noch zum Sattler. Und ich tue jetzt auch nichts weiter beschreiben. Ich hatte den ganzen Film, ich habe mir angeguckt. Es geht hier, glaube ich, jetzt 50 Minuten ungefähr. Das reicht auch. Mach das Ding aus und zum nächsten Einsatz.